Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was kann Game Dev Tycoon? Hier auf dem Kingswatch Channel. Mein Name ist Lichtschimmer. Wir haben das letzte Mal aufgehört mit Shoot the Turtle. Das verkaufe ich jetzt gerade. Und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt werden wir erstmal die Typen hier noch weiter kräftig trainieren, damit die auch mal auf den Mann kommen hier. R&D. Jo. Du machst auch R&D, auf jeden Fall. Komm, trainiert alle. Zack, zack. Schneller. Ich glaube, ich müsste mir auch dann noch ein bisschen in Speed trainieren hier. Alles klar. 500.000, so geil. Ja, es war nicht so mega erfolgreich, nicht so mega freundlich, aber wir haben jetzt unser erstes Großspiel, ja, also nicht unser erstes, aber wir fangen gerade damit an, die Large-Spiele zu machen. Na, muss mal gucken. Okay, researchen. Videoplayback. Jupp. Nochmal Training. Ah, wir haben schon wieder so wenig Trainingspunkte, ey. Ohne Spaß. R&D, komm. Wir brauchen mehr Trainingspunkte das nächste Mal. Jetzt können wir dich noch mit dem normalen Training beglücken. Hier, G3 Pixel Cup oder ein Scheiß oder Game Jam. Du machst Technologie, ja. So, machen wir Contract Work, würde ich sagen. Solange das hier nichts ist. Hier ist nichts, was richtig Geld bringt, so. Ich habe das ja meine monatlichen Kosten mehr als das, was ich hier bekomme bei Contract Work. Ohne Spaß. Alles klar, wir haben Videoplayback. Super. Können wir natürlich noch nicht benutzen, weil wir haben natürlich noch keine neue Engine. Das können wir natürlich erst machen, wenn wir eine neue Engine haben. Werden wir auf jeden Fall dann auch nochmal in nächster Zeit machen. Alles klar, Contract erledigt. Würde ich sagen, machen wir ein neues Spiel oder nochmal Contract Work. Ne, wir machen ein neues Spiel. Topic machen wir. Mal ja, schönes diesmal. City Simulation hatte ich ja schon. City Strategy hatte ich auch schon. Hunting haben wir gerade erst gemacht. Das ist ja Shoot the Turtle quasi. Wir können das ganz ungewöhnlich machen. Vocabulary. Ein Vokabelspiel einfach mal. Auf der Play System 3. Ein Vokabelstrategiespiel. Das möchte ich sehen. Das müssen wir wahrscheinlich auf dem PC machen, weil wir müssen eine Tastatur haben, wenn wir Vokabeln machen. Und wir nennen es. Wie nennen wir das denn? Kommandowörter. Wörter. Kommandowörter. FX. Einfach mal ums Können. Keine Ahnung. Everyone, yo, next. Yes, sir, start development. Ohne Spaß, wo sind... Haben wir jetzt ein kleines Spiel gemacht? Oh, ohne Spaß, ich habe doch nicht kleines Spiel eingestellt, oder doch? Oh, nee, oder? Das könnte ich jetzt auch nicht abbrechen. Oh Gott, hast du gar nichts, ey. Shitty, ey. Hab ich echt kleines Spiel eingeklickt? Ich habe doch aber nicht... Ich habe doch Large-Spiel das letzte Mal gemacht. Scheiße, ey. Okay, Strategie hat hoch, hoch, niedrig. Das passt also schon. Na, machst du nix, ey. Wir haben gerade gehört, dass 1 Million in Sales Shoot the Turtle. Alles klar. Shoot the Turtle ist anscheinend ein unter den nicht-Tierfreunden ein Hit. Okay, Strategie ist. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Okay. Boah, das wird so ein Flop, sage ich euch. Ich habe da ein kleines Spiel zu entwickeln. Spaß, jetzt pipen wir jetzt nochmal, aber das ist bestimmt total für den Arsch. Okay, keine Trends. Gut, dass ich da kein Spiel an einem Trend gemacht habe. Das geht echt gut. Ja, machst du gar nichts. Ich habe auch relativ wenig Spiele entwickelt für junge Leute. Ich habe mehr normale Spiele oder halt für ältere Leute. Also für Mature Audience gemacht. Komm, debug die Scheiße noch und dann gucken wir uns den Flop an von Kommandowörter FX. Ohne Spaß, wenn ein Spiel schon so einen Namen hat, was soll dann am Ende noch mal rauskommen, sag ich mal. Ne? Du machst gar nichts, machst einfach gar nichts. Eieieiei. New Topic, New Combo, Great Combo. Na, das wird mir nicht viel nützen. Oh Gott. Ja, hat uns noch mehr Geld haben für ein Scheißspiel, ey. Ohne Spaß. Advanced Physics, na, machst du nix. Train. Du machst bitte. Wir haben natürlich jetzt auch kaum Research-Punkte bekommen. Shitty, ey. Du machst Programming, du brauchst ein bisschen Technologie. Okay, okay, jetzt kommt's, halt euch fest. Na. Erstmal eine 5 gefressen.
Eine 4. Eine 4. Und noch eine 3, oder? Nee, noch eine 4. Ja, es war ein riesen Hit, das Ding. Haben wahrscheinlich nicht mal die Marketingkosten reingeholt. Scheiße, ey. Du machst R&D. Warum mehr Research-Punkte? Auf jeden Fall. Du kannst noch einmal was machen. Product Management. Da brauchst du ein bisschen mehr Speed. Und du trainierst hier gar nichts mehr, weil wir haben keine Research-Punkte mehr. Fuck, jetzt machen wir ein bisschen Contract, damit die anderen beschäftigt sind, weil Urlaub braucht anscheinend auch keiner. Programmiert. Ist echt komisch, dass die bei der Arbeit nicht auch geringfügig wenigstens sich weiterentwickeln, ja. Weil wenn ich als Entwickler arbeite, ja, ich lerne die ganze Zeit, während ich arbeite dazu. Es ist nicht mal so, dass ich mich auf Arbeit irgendwann hinsetze und einfach mal die ganze Zeit ein Buch lese oder irgendwie Research am PC betreibe. Das mache ich, wenn ich ein Problem habe. Dann betreibe ich Research, ja. Aber es ist echt nicht so, dass ich mich dann mal hier, keine Ahnung, einen Monat lang wie die hier im Spiel hinsetze und einfach mal Research. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wenn die Entwickler unter euch, ob das bei euch in der Firma vielleicht gang und gäbe ist. Bei mir ist es nicht so. Ja, das ist auch, also mir wird es auch nichts bringen, ehrlich gesagt. Aber gut, da muss man halt gucken. Alles klar, Contract Work erledigt. Ja, nochmal Contract Work. Ja. Oh Gott, Kommandowörter FX, ey. Kannst gar nichts. So, nochmal Contract Work. Kriege ich dafür eigentlich was, wenn ich alle Contract Works erledigt habe? Kriege ich dafür irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Egal. Ja, ich habe echt Small Game. Oh Gott. Aber wieso war das eingestellt? Ohne Spaß, ey. Sinnlos. Na, Large Game. Topic. Dann tue ich mich aber am schwersten eigentlich. Ein Evolution Game. Ich glaube, wir haben schon ein Evolution Game gemacht, oder? Da machen wir als Genre Evolution Strategie. Wir müssen auch am PC machen, glaube ich, weil ein Strategiespiel am PC ist einfach mal der Bringer. Engine, Quiver, auf jeden Fall. Wir nennen es. Irgendein Name mit Spore. Ne, Spore haben wir schon mal benutzt als Namen. Das ist doof. Puff the Magic Dragon. Fuggy, ey. Puff the Magic Turtle. Irgendwann muss ich mal Turtle in shit, das reicht, geht auch nicht hin. Irgendwann muss ich Turtle mal unterbringen. Puff the Magic Snake. Warum? Weil wir es können. Ganz einfach. Everyone large, alles klar. Und gib's mir. Gib ihm, komm. Alles klar. Eine Million, ohne Spaß, ey. Das war ein Verlustgeschäft, auf jeden Fall, ey. Scheiße. Aber wir haben fast eine Million, fast 900 Millionen jetzt. Sehr geil. Grapple, die Firma, die für den massiven Erfolg des Griffons hat angekündigt, dass sie jetzt ein Tablet machen, das Gripet heißt. Nice. Frühe Versuche von Pets waren nicht erfolgreich, aber es wird darauf vertraut, dass sie ihr Tablet sozusagen zum Erfolg geführt wird. Das Gripet wird wahrscheinlich sehr gut ankommen. Okay, ist also das iPad. Flup! Okay. Ah, jetzt muss ich wieder die Staff wieder da reinziehen, klar, weil ich letztes Mal gar keinen verteilt hatte. Na gut. Dann mache ich meine Engine. Ah, nee, das geht natürlich nicht, weil ich bin ja World Designer. Nehmen wir mal Senra. Du machst Gameplay. Iron Man Boy, du machst die Engine. Yes, Sir. Ist ein bisschen Multitasken hier. Manchmal arbeitet an der Engine, manchmal am Gameplay. Ihr seid als Experten, dann werde ich euch immer am selben Punkt einsetzen. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwelche Vorteile bringt, diese Experten einfach an irgendeinem Punkt einzusetzen, aber da machst du gar nichts, ja. Da machst du echt gar nichts. Okay, jetzt machen wir Werbung. Machen wir 50.000. Ja, komm. Das wird bestimmt ein besseres Spiel als vorher. Puff the Magic Snake, yes sir. Leroy macht Level Design. Ich mache Dialoge, weil da habe ich ein bisschen Kapazität noch am Ende für World Design dann übrig. AI. Mach das Brian. Na, Brian oder Lydian, oder? Brian. Und gib ihm. Marketing.
Oh man, eine Small Campaign, die kostet so viel. Oh, guck mal, ob die was bringt. Ey, fast 500.000 Dollar monatliche Kosten. Alles klar, Pet ist aktiv. Von Grapple. Grapple ist auch ein geiler Name. Ach nö, Command of World of X hatte einige. Ja, dafür mache ich jetzt aber kein Patch, ey. Ganz ehrlich, erstens bin ich in Entwicklung. Und zweitens, für so ein scheiß Spiel, ey, das ist mir völlig wurscht, ey. Die haben mir gerade meine Millionen gebracht. Nö, 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 mach ich nicht. Mal ein bisschen kleines Marketing. Kleinvieh macht auch Mist. Okay, jetzt mache ich natürlich mich als World Designer. Und wer macht Graphics? Naja. Vielleicht können wir noch ein bisschen pushen hier. Alter, ich habe eine Mücke bei meinem Zimmer. Nicht gut. wen machen wir? Sound? Können wir es ein bisschen runterfahren? So? Ja, so geht's. So geht's. Ich würde sagen, das sieht gut aus. Alles klar, okay, 3. Oh, vielleicht schaffen. Ja, das könnte man noch schaffen, Medium Booth. Das könnte man noch schaffen. Ich sehe schon den Hype. Ich sehe schon den Hype. Machen wir einen kleinen. Machen wir einen mittleren. Wahrscheinlich habe ich viel zu viel Geld raus hier, aber machst du nix. Einfach mal probieren. Geld haben wir ja auf jeden Fall. Nicht, dass wir wieder pleite gehen. Das wäre unschön. Okay, geht 3 ist am Start. Auf dem mittleren Stand. Mal gucken, wie viele Leute wir haben. Schaffen wir 1 Million? Nö, 880.000. Alles klar. Auch nicht schlecht. Wir sind Platz 44. Sehr schön. Ja, ja, wir haben nicht gepatcht. Ja, können mich mal am Arsch legen. Ganz ehrlich. Aber wir verlieren auch keine Fans dadurch, oder? Bis jetzt ist noch nichts gekommen. Na, okay, alles klar. Noch keine Minus-Fans. Okay. Enttäuscht, aber auf jeden Fall lassen sie es nicht. Okay, bug, 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 bug. Guck mal, wir haben sogar 3000 Fans gewonnen. Und yes. Sehr schön. Neuer Rekord bei beiden. Good Management. Okay. Ne, kein Great Combo. Okay. Vielleicht nur beim ersten Mal Great Combo. Okay, Release Game. Legende. Ein Level 10 Charakter erreicht. Jawollinger. The Research Dynamic World available. Sehr schön. Vacation, Vacation, Vacation. Ihr könnt wieder schön Outdoor-Climbing machen, sagst du? Alles klar. Du trainierst. Du musst ein bisschen schneller werden, ne? Auf jeden Fall. Schneller. Ersten Reviews. Okay, am eine. Ach, na, das ist doch schon mal besser als eine 5 oder 6, was wir vorher hatten. Eine 9 aus dem Game. Nice. Eine 8. Very enjoyable. Naja. Und noch eine 8. Evolution und Strategie ist eine gute Kombination. Also hier steht, dass es Great Combination war. Naja, gut. Dann halt nicht. Game Design für dich. Du machst... nicht genug Punkte für eine Spezialisierung. Ne, ne. Machst du nix. Was haben wir noch? Engine, Gameplay, Story Quests. Ja, die müssen wir auf jeden Fall alle noch machen. Du trainierst bitte auch. Ich habe immer noch so wenig Research-Punkte, das nervt mich ein bisschen. Du musst schneller werden. Lillian Foster. Ah, die 3 sind aus ihrem Outdoor-Climbing oder wieder da. Sehr schön, sehr schön. Ich hab Bock auf ein neues Topic. Was haben wir denn schönes? Post-Apocalyptic Horror Hacking Surgery. Horror klingt ganz gut, finde ich. Path the Mage Dragon über 5000. Einheit verkauft. Nice. Jetzt werden wir euch mal trainieren hier, ihr Outdoor-Spezialisten. Du machst bitte Product Management. Du machst auch ein bisschen. Brauchst bisschen Speed. Wieso gibt es eigentlich Specialization und Specialist? Das verstehe ich nicht. Bisschen verwirrend, muss ich ja nochmal nachlesen irgendwo. Komm, Leroy, mach die Sache klar. Alles klar. Alles klar, über 1 Million im Verkauf, das ist geil. Jetzt haben wir auch über 100 Millionen im Verkauf als verkaufte Sachen. Nice, sehr geil.
Okay, mal Contract Work machen, während die anderen noch zu Ende trainieren. Auf jeden Fall. Flup, 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 flup. 77.000 nehme ich. Mal nochmal Contract. Ja, nee, der ist schon fast fertig, dann werden wir jetzt ein neues Spiel machen. Neues Horrorspiel auf jeden Fall. Der hat schon wieder auf Small Game gestellt. Was soll denn das immer nur? Ohne Spaß, ey. Drecksspiel. Nein, natürlich kein Drecksspiel. Horror-Action vielleicht? Horror-Adventure? RPG? Also Simulationsstrategie und Casual ist, glaube ich, Schwachsinn. Ein Horror-Casual-Game, das wäre geil. machen wir Horror-Action. Könnte man eigentlich mit Schirm machen, oder? Ja. Ja. Würde ich sagen, was für eine Plattform ist denn Mature? PC? Oder doch einer der neueren Dinger? Können sie auch nicht auf der PlaySystem 3 machen. 14,5% Marktanteil. Haben wir auch auf jeden Fall schon die License-Kosten drin. Ja, machen wir. Quiver. Und wir nennen es Horror Action. Silent Bathroom. Ah, nee, Silent Bathroom. Nee. Nicht Silent Bathroom. Wir nennen es Silent Shiver. Der leise Schauder. 3D-Grafik-3, ist klar. Und go. Macht mir Millionen. Millionen. Actionspiel. Stimmen die Slider bei einem Actionspiel? Engine, Gameplay, Story und Quests. Slider stimmen. Nehmen wir noch Brian. Tech, aber oh, der ist geil. Tech natürlich. Engine ist Tech, Gameplay ist Tech. Ne? Was so, würde ich sagen. Ja. Features werden wir ausgereizt. Und ein kleines Marketing beginnen hier, damit der Hype schon frühzeitig aufgebaut wird. Das klingt wie in einem schönen Aquarium. Herrlich. Ja, 114 Millionen. Oh, da ist Brian schon ein bisschen überarbeitet. Not good. Mal Leroy da machen. Mal Aaron die AI machen. Das war nicht jetzt die pralle Technical Skills, aber... Sonst haben wir natürlich wieder am Ende nicht gut Management. Das natürlich wäre natürlich ärgerlich. Ah, komm, Aaron. Du musst auch mal was machen. Für dein Geld. Und go. Und Marketing. Small Campaign. Large Campaign. 2 Millionen. Leck mich am Arsch. Haben wir mal 500.000er Campaign. Oh ja, der Hype. Jetzt geht's schon wieder über. Ja, Hype über 100. Sehr geil. Nochmal ein kleines Marketing, würde ich sagen. Sieht gut aus. Stage 3. Slider sehen an sich schon gar nicht so verkehrt aus. Können wir den vielleicht noch ein bisschen hoch machen? Obwohl, na gut, wir sind eigentlich nicht ausgereizt. Ja, da können wir ein bisschen machen. Können wir vielleicht sogar noch ein bisschen wild design hochpuscheln? Oh, naja, geht auch so eigentlich, oder? Ist gut eigentlich. Auch gut die Leute ausgenutzt. Aber wir Marketing machen, 50.000, alles klar. Und go. Pulsemake Trading 26 Millionen. 1,8 Millionen Einheit verkauft. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Ja, mal gucken, ob Silent Shiver auf jeden Fall auch so gut wird. Ich bin sehr gespannt. Flup, 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 flup. Boah, guckt euch die Research-Punkte an. Der Hammer. Wieso habe ich jetzt hier so viele Research-Punkte eigentlich und bei dem Spiel vorher nicht so viel? Das ist jetzt verwirrend. Gut. 500.000 monatliche Kosten. Eieieiei. Na, über 1000 Seiten werden wir auch nicht kommen, aber vielleicht beim nächsten Spiel dann. Okay, Lilian will den Urlaub. Lässt sich einrichten und fertig. Na, neuer Rekord. Neue Combo. New Combo. New Topic. Great Combo. Good Management. Ja, fehlt noch Trend Match. Release Game. Yep. Ihr wollt mehr Geld haben. Ja. Bla 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 bla. Self-Learning AI, Inventive Storytelling, Good
Center Vacation. Du trainierst bitte und zwar machst du. Was machst du denn? Programming Kurs? Nee. Du trainierst. Oder machen wir die zum Experten? Das wäre nämlich auch geil, wenn wir so viele Punkte haben. Graphic Experte. Jawohl, Sandra. Hau rein. Das ist natürlich nicht mehr so viele Punkte, um hier die anderen zu trainieren, aber das geben wir schon hin. Du machst Programming. Ah, okay, die ersten Reviews sind reingekommen. 9. Horror Nation ist eine great combination. Nice. 8, alles klar. Komm, eine 9 noch. Oh, eine 10. Nice. Geht auch klar. 9, almost perfect. Das finde ich gut. Das ist sind gute Reviews auf jeden Fall. Du machst bitte R&D. Oder du bist immer noch R&D. Research-mäßig ziemlich hinten dran. Du könntest eigentlich auch ein bisschen R&D vertragen. Oder Speed. Wir machen Product Management. Machen wir Speed ein bisschen. Game Design, du. Du gehst in Vacation. In the Vacation, yes sir. Shitty, wir haben nicht genug Research-Punkte. Das ist nämlich ärgerlich. Machen wir einen Pixel Cup. Ne, Coach, Technologie brauchst du. Technologie. Wir haben Silent Schiffer, alles klar. Ja, 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 ja. Oh, ist ja schwach begonnen irgendwie vom Verkauf her. Aber jetzt geht's nach oben. Alles klar, 1 Million Sales. Sehr geil. Alles klar. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Für euch geht's dann morgen natürlich weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dann mit einschaltet. Bis dahin, haut rein. Mein Name war Lichtschimmer. Bis morgen. Ciao, ciao.